Hallo meine Wundervollen. In meinem letzten Video habe ich euch ja mitgenommen, als ich mir beim Friseur habe die Dreads bleichen lassen. Und dieses Video ist jetzt nochmal ein Update dazu. Wenn ihr das letzte Video geschaut habt zu meinen Dreads, dann wisst ihr, dass wir kein Conditioner und kein Shampoo benutzt haben, um die Dreads nicht zu beschädigen, sondern einfach nur kaltes Wasser, um die Haare, die ja so aufgesplittet werden beim Bleachen, um diese wieder zu schließen. Und ich musste mir noch dreimal zu Hause die Haare mit kaltem Wasser waschen. Was gar nicht so unangenehm war, weil dadurch, dass da immer noch das Zeug da drin war, war das schon sehr warm auf der Kopfhaut. Es hat nicht gejuckt, es hat nicht gebrannt, aber es war schon spürbar und die Dreads sind auch gar nicht richtig trocken geworden. Erst nach dem dritten Mal ausspülen mit super kaltem Wasser war es dann gut, dann sind sie auch super schnell getrocknet und alles war schick und fühlen sich gut an. Sind nicht kaputter als vorher. Ja, es sind nicht alle richtig blond geworden. Man kann stellenweise das Dunkle darunter noch durchschimmern sehen. Hatte ich auch nicht erwartet. Macht auch nichts, weil das dadurch so eine Art Struktur farblich auf meinem Kopf entsteht, was völlig okay ist. Und dann hatte ich ja auch in einem der anderen Videos gesagt, dass sie mir die Dreads zu lang sind und deswegen habe ich sie doch tatsächlich abgeschnitten. Und ihr seht es, sieht ein bisschen ulkig aus, würde ich mal behaupten, weil die ist halt so und auch nicht gleich lang. Moment, ich mache nochmal auf. So sieht das aus, wenn sie offen sind. So sehen meine Spitzen jetzt aus. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl mit der Länge. Dann habe ich aber das Problem, dass die Spitzen jetzt so komisch dreckig werden. Aber das Problem hatte ich vorher definitiv nicht. Da verfängt sich der flusige Ekelstaub so da drin. Das finde ich richtig belastend. So, deswegen habe ich nämlich gedacht, ich muss sie entweder aufkämmen, damit sich das Flusenkrams da nicht drin verfängt, oder versiegeln lassen. Weil, soweit ich das jetzt gecheckt habe mit meinen Extensions, sind die leider unecht, die Haare. Und dann kann man das doch unten so zusammenschweißen, oder? Eins von beiden werde ich auf jeden Fall machen. Und dann habe ich mir für den Sommer überlegt, dass ich die Extensions komplett rausmache im Sommer und meine Dreads in einer lustigen, bunten Farbe färbe. So für den Sommer ist es, glaube ich, ganz geil und ich habe mir hier folgende Farbe von Directions ausgesucht. Das ist so ein Pumuckelrot, glaube ich. Ich hoffe es. Also, es sieht lila aus in der Verpackung. Wir werden es ja sehen. Das werden dann auf jeden Fall meine eigenen Haare sein, die ich färbe, wenn ich die Extensions alle rausnehme. Dann sind meine Dreads hoffentlich so ungefähr bis hier. Und für den Winter schaue ich dann mal. Ich glaube allerdings nicht, dass ich das mit dem Blondieren nochmal mache. Nicht, weil meine Haare davon kaputt gehen könnten. Das kann ich in Kauf nehmen und das ist auch mit den Dreads total egal. Ich habe den Eindruck, dieses Blond steht mir gar nicht. Glücklicherweise kann ich kalte Farben, aber auch warme Farben tragen. Also ich kann es mir aussuchen. Mit diesen blonden Haaren muss ich aber auf jeden Fall kalte Farben tragen. Und ich finde, das steht mir irgendwie nicht. Ich sehe halt so kalt aus damit. Und das möchte ich nicht. Ich möchte in meinem Gesicht lieber doch warme Farben tragen. Und deswegen wird die nächste Farbe nach dem Rot im Sommer auf jeden Fall eine warme Farbe werden. Aber so die Erfahrung, auch wie ich so auf andere Leute jetzt mit den super blonden Dreads wirke und wie ich halt auch mich erstmal an mich selber wieder gewöhnen musste mit der Haarfarbe, das war jetzt schon cool. Ich kriege jetzt schon den Ansatz, es ist eine Woche alt und der Ansatz geht schon los mit dem Ansatz, also sieht es dann eh bald wieder so ein bisschen dreckig und ungepflegt aus. Und so bleibt das dann auch erstmal, bis es warm wird und ich die Extensions rausmache. So, das war's von mir und meinen Dreads. Die vierte Staffel Let's Talk About Dreads ist damit beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, gebt doch bitte einen Daumen nach oben und leitet das Video an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag es bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich.
für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen.